und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Ich bin schon von vielen gefragt worden, Ruth, kannst du mal ein Video drehen zur Kübelbepflanzung von winterharten Stauden? Was ich da wirklich ganz toll daran finde, dass man vielleicht mal einen ganz wilden Kübel bepflanzt, also der so ein bisschen einen Wildblumencharakter hat. So ganz frisch und duftig leicht. Was natürlich ganz besonders ist im Vergleich jetzt zu der Saisonbepflanzung, dass man diese Stauden, ich möchte jetzt erstmal über Stauden ein Video drehen, dass diese Stauden winterhart sind und dass man die im Kübel belassen kann. Also im Prinzip eine Art Dauerbepflanzung ist. Es gibt viele Gründe für eine Kübelbepflanzung. Zum Beispiel die Natur nach Hause holen. Es gibt doch eigentlich gerade in der jetzigen Zeit keinen besseren Grund, etwas zum Anschauen in Richtung Blüte, Insekten nach Hause zu holen, einfach um die eigene Wohlfühloase zu bilden. Somit wird der Balkon natürlich ein richtiger Beobachtungsbalkon in Richtung Insekten und Schmetterlingen. Auch ist es eine nachhaltige Bepflanzung, weil die Pflanzen winterhart sind und man muss sie nicht immer wieder austauschen. In Städten spielen Grünflächen immer eine größere Rolle. Grün als Klimapuffer, Luftreiniger, Wohnort für Insekten und natürlich Nahrung für Insekten und auch Oasen für uns Menschen. Daher, der kleinste Platz zählt, also deswegen begrünt eure Balkone. Wenn man umzieht, nimmt man die Kübel einfach mit, also ziehen sie mit um und wie die Frauen halt so sind, umdekorieren. Großes Thema bei uns Frauen. Da kann man immer mal umstellen und das ist auch immer, finde ich, ein ganz toller Grund, ordentlich Kübel zu bepflanzen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man hier die Ansprüche beachtet, also sonnig, halbschattig, eher feuchte Ecke oder sehr trockene Ecke. Der Kübel ist ein Sonderlebensraum, insofern hat die Wurzel nicht unbegrenzt Platz, sich auszubreiten. Und auch in Richtung Erde- und Wasserversorgung muss noch ein bisschen beachtet werden und da entsprechend die Staudenauswahl getroffen werden. Heute ist schon mal ein Kübel dran. Ich möchte erst die Stauden ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, dass ich euren Geschmack getroffen habe. Wie gesagt, es soll so ein leichter bisschen Naturlook entstehen, also leicht luftig und für die Insekten auf jeden Fall auch interessant. Und zwar die Nepeta Superba ist eine überragende Sorte und hat in der Staudensichtung mit 3 Sternen abgeschnitten, ist wüchsig, ist kompakt wachsend und ideal für die Kübelbepflanzung. Den Geranium Johnson's Blue wird bis zu 50 cm hoch und hat so sehr hübsche blaue Blütenschalen, die etwas heller sind in der Mitte im Herz. Der breitet sich langsam aus, deswegen braucht man dann, ich habe so mittelgroße Kübel, dann auch jeweils immer nur eine Pflanze reinsetzen. Und für den Hintergrund, also immer ein etwas höheres Element, würde ich das Mutterkraut Tanaketum Parthenium nehmen. Das ist so wirklich ein Wiesenblumencharakterart. Duftet sie total aromatisch. Ich finde die so schön. Wird auch so ungefähr 50, 60 cm hoch. Ich finde das toll, weil sie so einen ganz Wiesenblumencharakter hat. Und das soll dieser ganze Kübel halt zeigen. Bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn es richtig ausgetrieben ist und dann im Sommer überblüht. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man das am besten einpflanzt. Jetzt geht es zur Bepflanzung, damit ihr so einen Einblick bekommt, wie groß der Kübel ist. Also oben der Durchmesser 30 cm und 26 cm tief. Also das ist eine gute Größe, die man auch gerne mal umgestalten kann und von links nach rechts stellen kann. Unten ist ein Abzugsloch, grundsätzlich immer wichtig. Ich lege so einen kleinen Stein drauf, dass mein Blähton nicht unten durchfällt. So 3 lockere Hände Blähton, dann fülle ich gleich die Pflanzerde drauf. Immer zu bedenken, Outdoor-Pflanzerde, keine Blühpflanzerde oder Zimmerpflanzen, sondern richtig Outdoor-Pflanzerde. So, und eben 30 cm Durchmesser reicht jeweils eine Pflanze davon.
Das Mutterkraut würde ich nach hinten setzen und dann zum einen die Katzenminze und der Storchschnabel Johnson's Blue. Noch ein bisschen dazwischen die Erde. Bisschen andrücken, dass sie Bodenschluss bekommen und angießen und dann einfach ein sonniges Plätzchen, wo es im Sommer nicht ganz so heiß ist, auf diesen Platz stellen. Ich werde sie auf jeden Fall für euch pflegen und dann, wenn sie blühen, dann zeige ich euch das Ergebnis. Wenn Fragen dazu auftreten oder wenn ihr noch Anregungen haben möchtet, doch noch eine andere Staude dazu integrieren, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de. Über ein Like würde ich mich freuen. Gerne abonnieren den Kanal. Und bis dahin eine schöne Gartenzeit.